Wir fragen nach bei Andreas Rinke, dem politischen Chefkorrespondenten der Nachrichtenagentur Reuters, den ich sehr herzlich in Berlin begrüße. Herr Rinke, der Wahlsieg von Ralf Brinkhaus, der wird momentan in die Richtung diskutiert, dass er eine Erosion der Kanzlerschaft Merkels bedeutet. Ist das auch Ihre Sicht? Ist das Ganze mehr als eine Personalie? Es ist natürlich mehr als eine Personalie. Es ist ein schwerer Schlag für Angela Merkel, aber auch für die CSU-Spitze, die sich ja ebenfalls für die Wiederwahl von Herrn Kauder eingesetzt hat. Die Kanzlerin verliert einen treuen Verbündeten, den sie seit dem Amtsantritt 2005 an ihrer Seite hatte. Von daher finde ich die Analysen, die ja eigentlich über alle Medien hinweg angestellt wurden, richtig. Frau Merkel wird es jetzt schwerer haben, weil sie einen Verbündeten verloren hat. Es muss sich erst noch zeigen, ob Herr Brinkhaus ein neuer Verbündeter wird. Auch das haben wir in der Kanzlerschaft Merkel allerdings schon erlebt, dass Personen in ihrem Umfeld ausgetauscht werden und sie mit ihnen mal mehr, mal besser, mal schlechter zusammengearbeitet hat. Einige Oppositionspolitiker fordern, Merkel solle die Vertrauensfrage stellen. Was halten Sie davon? Stellt sich die Machtfrage in dieser Dimension? Ja, die Machtfrage stellt sich schon, weil gerade durch eine geheime Abstimmung für niemanden, allerdings auch nicht für Herrn Brinkhaus, klar ist, wo jetzt eigentlich die Mehrheiten stehen, wie sicher sie sind für künftige Entscheidungen der Fraktion. Die Forderung nach der Vertrauensfrage ist eigentlich eine typische Oppositionsforderung. Ich nehme nicht an, dass die Bundesregierung oder in dem Fall die Kanzlerin darauf eingehen wird. Aber wir werden ab jetzt sicher eine intensivere Debatte darüber haben, wie groß der Rückhalt der Kanzlerin in der Fraktion noch ist. Und ich erinnere daran, dass wir im Dezember dann den nächsten Testfall für ihre Machtposition haben. Das ist der CDU-Parteitag, wo sie sich dann wieder der Wahl stellen muss als Parteivorsitzende. Und alle werden jetzt sicher auf diesen Termin gucken. Wie schauen Sie auf diesen Termin? Wie lautet Ihre Prognose? Erleben wir da die nächste Überraschung? Naja, ich glaube, wir Journalisten haben ja auch gerade gestern die Erfahrung gemacht, dass es nicht so einfach ist, Ergebnisse vorherzusehen. Auch für die meisten Politiker, Unionsabgeordneten, mit denen ich vorher gesprochen hatte, war es sehr schwer, in einer geheimen Wahl wirklich das Ergebnis vorherzusehen. Ich glaube, es ist eine ganze Menge möglich. Wir haben bei Merkel ja schon vieles erlebt. Ich glaube, dass die Begriffe Kanzlerdämmerung möglicherweise ein bisschen verfrüht sein könnten. Denn wir haben immer erlebt, dass sie wie so ein Boxer, der einen Schlag eingesteckt hat, auch wieder zurückkommen konnte. Diesmal ist die Situation sicher für sie noch ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, man kann jetzt wirklich kein Urteil abgeben, wie die Wahl im Dezember ausgehen wird. Sie haben jetzt zweimal die geheimen Wahlen erwähnt. Also dass die Wahl gestern, die Wahl des Fraktionsvorsitzenden der Union im Geheimen stattgefunden hat. Wie groß ist das Misstrauen untereinander in der Fraktion? Was sagen Sie? Man darf nicht vergessen, dass dem Ganzen natürlich Konflikte vorausgingen. Aus früheren Legislaturperioden, das hat viel mit den Griechenlandhilfen zu tun, wo ja schon ein Teil der Fraktion sehr unzufrieden war und Kauder vorgeworfen hatte, er sei eigentlich so eine Art Erfüllungsgehilfe der Regierung, weil sie Probleme damit hatten, dass immer neuere Euro-Rettungspakete beschlossen wurden. Wir haben aber auch im Sommer den heftigen Streit zwischen CDU und CSU gehabt, der sicher mit ein Grund dafür ist, dass Kauder jetzt abgestraft wurde. Damals, ich erinnere daran, hat es ja auch getrennte Sitzungen zum ersten Mal gegeben, des CDU-Teils und des CSU-Teils der Fraktion. Das ist Kauder sehr übel genommen worden, auch Dobrindt auf der anderen Seite. Die Verantwortlichkeiten sind da hin und her geschoben worden. Aber es gibt schon ein Misstrauen innerhalb der Fraktion. Und man darf nicht vergessen, dass sich strukturell was verändert hat, weil diese Fraktion seit der Bundestagswahl männlicher und konservativer geworden ist. Und deswegen die Kluft zu Kauder, der eben als Merkel-Vertrauter angesehen wurde, zu vielen Abgeordneten größer geworden ist. Wie ist der Blick auf Deutschland aus dem Ausland? Wird dies als neue Unruhe wahrgenommen? Wir hatten ja gerade erst den Fall, dass sich diese ganzen Unruhen nach der Causa Maaßen beruhigt haben. Also wie schaut das Ausland auf Deutschland? Also es ist sicher eher schwierig für das deutsche Image im Ausland. Deutschland hat sich jetzt ein Jahr lang ziemlich intensiv innenpolitische Debatten geleistet, die es natürlich auch in anderen EU-Ländern gibt. Aber wir haben eben eine besondere Verantwortung als größtes und stärkstes EU-Land. Die Debatten waren sehr oft dominiert von innerparteilichen oder innerkoalitionären Debatten. Ich erinnere daran, wie lange es überhaupt gebraucht hat, eine Regierung zu bilden. Und im Ausland wird das natürlich als weitere Schwächung von Kanzlerin Merkel angesehen.
Und man muss sehen, wie stark dann noch die Kraft ist, europäische Integrationsprojekte voranzutreiben in einer Zeit, in der mit den Osteuropäern, mit der italienischen Regierung sowieso einige Kräfte da sind, die diesen Integrationsprozess eher verlangsamen oder umdrehen möchten. Andreas Rinke war das, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Vielen Dank für das Gespräch heute.